Dankeschön, Lissy. Wir haben einen royalen Rekord. Königin Elisabeth ist heute seit 23.226 Tagen im Amt und damit länger als jede britische Königin vor ihr. Wie sie den Tag verbringt, erfahren Sie gleich. Ich freue mich auf Sie. Hallo, liebe Zuschauer. Die Queen stellt in gut einer halben Stunde einen neuen Rekord auf. Mit dem heutigen Tag, 18.30 Uhr deutscher Zeit, hat sie ihre Ur-Urgroßmutter Victoria überrundet. Dann ist sie die am längsten regierende Monarchin Großbritanniens. Sie wollte wegen des Jubiläums keinen großen Zinnober machen, aber ganz ohne geht's ja auch nicht. Na, schauen wir mal. Gleich geht's bei uns mit einer beliebten deutschen Schauspielerin weiter. Schön, dass Sie bei uns sind. In London wurden die Männer des Jahres ausgezeichnet. Jubeln durfte unter anderem Sam Smith, der ist gerade mal 23 und musste ein Geheimnis ein Jahr für sich behalten. Wir zeigen Ihnen, worum es ging und auch, was die Herren so alles für ihr Äußeres tun. So. Jetzt gibt's schöne Frauen vor schöner Kulisse, fotografiert für einen exklusiven Kalender. Allen voran Ornella Muti. Sie hat schon mit 30 den Männern reihenweise den Kopf verdreht und das gelingt ihr mit 60 immer noch. Iris Berben hat gerade für das ZDF einen Film gedreht, in dem es auch um Toleranz und Integration geht. Bei der Vorstellung des Films gestern in Hamburg hatten wir die Chance, mit ihr darüber zu sprechen. Und jetzt schauen wir nochmal auf die Queen, die heute Amtsjubiläum feiert. Sie hat in den 63 Jahren Regentschaft ja viel erlebt. Wir haben mal 5 schöne, skurrile Momente mit der Queen rausgesucht und uns überlegt, was ihre Majestät in diesen Situationen wohl gedacht hat. Und wer weiß, was Königin Silvia heute gedacht hat. Vielleicht schön mal wieder in Deutschland zu sein. Silvia von Schweden ist heute in Würzburg angekommen. Dort findet am Abend ein Gala-Dinner statt. Es geht 2 Tage lang um die World Childhood Foundation. Vielleicht kann sie uns ja auch etwas über Victorias Schwangerschaft sagen. Was sie uns verraten wird, das sehen Sie dann morgen bei Leute heute. Bis dahin, einen schönen Abend noch.